ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauden von Flowers by Schauden und ich hoffe, der Tanz im Mai ist langsam aus den Knochen oder ihr seid gerade noch unterwegs, macht eine schöne Mai-Tour. Das wird oft hier im Landkreis Cloppenburg gemacht, da wird der 1. Mai genutzt, mit dem Rad losgedüst und dann kann man überall ein schönes, kühles Bierchen trinken. Ich hoffe, das tun wir jetzt gerade auch. Wir sind bei Freunden eingeladen. Da wollen wir ein bisschen grillen und ein kleines Kühlgetränk zu uns nehmen. Ja, es spielt sich jetzt im Monat Mai natürlich auch viel draußen ab. Die Pflanzsaison fängt langsam an. Die Eisheiligen waren zwar noch nicht da, aber die Temperaturen schreien danach. Blumen können gepflanzt werden. Und da habe ich jetzt ganz schöne Sachen mitgebracht. Früher wurden natürlich hauptsächlich Sommerblumen zusammengepflanzt. Und ich möchte gerne zeigen, dass man auch ganz toll Stauden damit kombinieren kann und schöne Sommerblumen nutzen kann, wo die Bienchen auch drauf abfahren. Und das ist momentan wirklich eine Aktion. Die machen ganz viele Gartenzentren, Floristen oder Blumenfachhändler. Und das finde ich auch ganz toll, dass darauf hingewiesen wird. Ich werde erstmal zeigen, was ich mitgenommen habe und dann zaubern wir wieder was Schönes. Eine wunderschöne Passionsblume. Dann habe ich die Cup Daisy, auch spanische Margariten genannt. Kleine Mini-Petunien, Lavendel, Sandkraut, Salbei, der allerdings noch kommt. Und ich finde, dies Jahr darf auch auf keinen Fall Licht fehlen. Ich war früher eigentlich nie so ein Solar-Fan-Typ, der dann überall da Solar reinpackt. Aber ich finde, die gibt es wirklich in den kurzen Formen. Jetzt ist das hier in so einer Geschichte. Witzig, ich dachte erst, die hätte so einen Wackelkontakt. Aber sie glüht wirklich nur, wenn es dunkel ist. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Komm, Kameramann, zeig mal hier. Und das funktioniert und da gibt es auch ganz tolle Lampignons und naja, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Es ging ja um die Bienchen. Ja, ich habe jetzt hier eine wunderschöne Passionsblume mitgebracht und die sieht natürlich jetzt schon ganz toll aus mit diesem lila Ton oder fast in diesem Bärenton. Ich finde, jetzt momentan gibt es wirklich die größte Auswahl an Sommerblumen. Die sind nämlich wirklich in den meisten Gärtnereien soweit fertig und da kommen jetzt auch die besonderen Sorten alle her. Also seid da nicht zu spät mit, auch wenn ihr die noch nicht pflanzt. Oh, haben wir diese Vanilleblume eigentlich gezeigt? Diese hier? Nee, ne? Die duftet wunderbar nach Vanille. Also da fahre nicht nur ich drauf ab, sondern auch die Bienchen. Das ist also einer der wenigen Sommerblumen, wo die auch drauf abfahren. Und sonst muss man auf jeden Fall mal mit Stauden arbeiten. Ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Sandkraut. Die treibt auch immer wieder Blüten aus. Weil meistens ist es ja bei Stauden so, dass sie sehr saisonell sind, also immer nur so 2 Monate oder so blühen. Sandkraut ist wirklich, was das angeht, ein Dauerblüher. Und aus Salbei, wer ihn kennt, weiß, dass er wirklich sehr lange blüht. Der wird auch ein bisschen höher, deswegen setze ich den auch bewusst ein bisschen weiter nach hinten. Dann habe ich noch einen Lavendel, der wird auch noch ein bisschen größer. Der wird natürlich auch noch ein bisschen höher, dann passt das, dass ich das hinten anordne. Und ich konnte es nicht sein lassen, diese wunderschöne Mini-Petunie mitzunehmen. Auch ganz tolle Sorte, so gefüllt, auch mit den Adern da drin, wirklich wie kleine Röschen. Und ich finde das eine ganz tolle Farbkombination. Und ich finde, man muss gar nicht immer so viel Schnickschnack, Deko-Zeus und hast du nicht gesehen. Man kann auch einfach mal 2 Gefäße zusammenstellen oder ihr habt noch irgendwie einen tollen Zinkeimer oder so, den ihr habt. Und da stellt ihr dann einfach nochmal so eine schlichte Margarite, so ein Stillleben. Hier kann noch ein Windlicht dazu. Dann sieht das wunderbar aus. Ihr seht, ich ordne das ja immer ganz gerne vorher einmal an, damit ich weiß, ups, wie es aussieht. Ich bin natürlich Florist, packe immer die Geschichte recht gerne ganz voll ein. Aber das braucht ihr gar nicht. Ihr könnt auf jeden Fall auch weniger Blumen nehmen. Alles wächst und gedeiht. Und bei der Passionsblume schlingen wir gleich noch 1, 2 Schlingen drum weg, damit das alles noch ein bisschen wilder wird. Als Basis nehme ich so ein bisschen Hydrosteine. So. Hier ist jetzt eine Holzkiste mit einer Folie drin. Da sind ein paar Löcher drin, dass es trotzdem ablaufen kann. Da sollte man immer drauf achten, wenn die im Freien stehen. Und dann fülle ich das erst ein bisschen mit Erde auf. Und dann setze ich Step by Step die Pflanzen hinein. Ganz wichtig ist, dass ihr die Blumen vorher taucht.
So, Passionsblume, komm her. Ihr könnt natürlich auch mit den Plastikeimer vorher tauchen. Dann wird das hier nicht so dreckig. Aber so sind die einfach gut feucht und mich fragen immer wieder, was soll ich beachten, Mariam, wenn ich Sachen pflanze. Wichtig ist natürlich, dass sie gut anwachsen. Und das tun die besonders gut, wenn der Ballen wirklich gut durchgetränkt ist. Und man sieht, die Wurzeln sind hier auch wirklich schon toll durchgewurzelt. Dann kann man den Wurzelballen auch ruhig ein bisschen aufbrechen. Der spornt dann auch noch mal den Wachstum ein, wenn es natürlich ordentlich durchgewurzelt ist. Das braucht natürlich nicht, wenn die Wurzeln noch ein bisschen feiner sind. Ja, Sommerblumen, die wachsen ja auch noch ein bisschen. Und die sind teils jetzt noch nicht so groß. Das ist aber auch wirklich nicht schlimm. Für alle, die schon Sommerblumen gehabt haben, ob es jetzt Geranien sind, Petunien sind, Margariten sind, wenn die erstmal in der Erde kommen und die Sonne ein bisschen scheint, dann geht das wunderbar. Dies ist jetzt wirklich auch eine Pflanzschale, die ist für halbschattig bis sonnig wunderbar geeignet. Also die mag es auf jeden Fall auch ein bisschen sonniger. Guck, ist auch schon sehr schön durchgewurzelt. Setze ich auch hinein. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, um Pflanzen reinzusetzen, die noch keinen extrem großen Blüheinsatz haben. Die kommen ja alle noch. Und so hat man ein kleines Erlebnis. Nicht nur wir, sondern auch die Bienchen. Also wenn ihr Balkonkästen bepflanzt oder Kübel bepflanzt, ich sehe das in Großstädten schon seit vielen Jahren, dass das so gemacht wird. Und ich finde das auch richtig klasse. Also ich bin mal vor 6 Jahren in Schweden gewesen. Da habe ich so einen Schweden aufgegabelt. Und da war ich schon total begeistert von der Bepflanzung. Und die haben wirklich immer Sommerblumen mit Stauden kombiniert. Und es sieht aus wie Garten, trotzdem Sommer dazu. Finde ich immer richtig klasse. Und auch dieser Trend ist jetzt langsam nach Deutschland gekommen. Und das finde ich auch richtig toll. Und das sieht man jetzt auch immer mehr in Großstädten. Und warum nicht auch sowas bei uns auf Terrasse zaubern? Vielleicht hat man nicht so einen großen Garten, hat man nicht so viele Stauden. Man sieht immer mehr Steinbeete und solche Geschichten. Da muss man einfach schauen, dass man da gegensteuert und Pflanzkübel oder Balkonkästen reinsetzt, die auch das ein oder andere Bienchen anziehen. Und die Kombination macht es, meiner Meinung nach. So, wie man so pflanzt, das wisst ihr. Ich werde jetzt einmal die 2 Schalen zu Ende pflanzen, ein bisschen klar Schiff machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Lämmchen noch fixiert. Also ich habe die Erde jetzt nicht abgedeckt, ich habe sie wirklich so gelassen. Ganz wichtig, 1 cm Gießrand ruhig lassen. Also wenn man gießt, nicht, dass das komplett überquillt. Und in 2, 3 Wochen ist das auch recht zugewachsen. Deswegen habe ich da jetzt keinen Rindenmulch drauf gesetzt. Und ihr seht, wenn die Passionsblume hier und da wächst, könnt ihr die ruhig so ein bisschen um den Topf in die Pflanzschale reinarbeiten. Und es sind alles sehr pflegeleichte Blumen, die ich habe. Größtenteils auch selbstreinigend, also diese mit Mini-Petunie, super. Diese Cup-Daisies oder spanische Margariten, die kann man einfach abknipsen immer, wenn sie ausgeblüht ist und dann treibt sie immer neu. Viele finden diese wunderschön, ich auch. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass sie wirklich nochmal einen Schwung nach oben machen. Und wie machen die das? Natürlich, indem die in guter Blumenerde gepflanzt sind und gut gedüngt werden. Dünger ist nicht einfach nur so auf dem Markt, damit wir Dünger verkaufen können. Nein, es bringt auch wirklich was. Mein Bruder hat letztes Jahr den Test gemacht. Wir haben 3 Balkonkästen mit Dünger und 3 Balkonkästen ohne gemacht. Und es war sehr, sehr interessant, die Entwicklung mal zu sehen. Ja, ich hoffe, euch gefällt diese Bepflanzung. Ihr seht, glaube ich, selber, alles ist ein bisschen Ton in Ton. Die Passionsblume war so ein bisschen, ja, das Farbkonzept. Und das habe ich probiert, so ein bisschen rüber zu schweifen, noch ein bisschen das Blau reinzunehmen, ein bisschen was Frisches reinzubringen.
Wenn ihr interessiert seid in mehr Bepflanzungen, auch für große Kübel, für drinnen, für draußen, schreibt das gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Information für den 1. Mai. Euch allen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss! Gießen nicht vergessen. Das sagt meine Mutter immer wieder. Marion zeigt das in den Videos, das ist wichtig. Ja, wenn ihr gerade noch Zeit übrig habt, dann könnt ihr gerne aufs nächste Video hier unten klicken. Und wer unseren Channel noch nicht kennt, euch aber dieses Video gut gefallen hat, dann solltet ihr uns abonnieren. Und das könnt ihr einfach hier oben machen, wenn ihr auf mich klickt.